Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Pokémon Platin. So, jetzt haben wir auch endlich da unten das richtig eingestellt. Achso, okay. Man kann doch schnell am Fahrrad fahren, oder? Achso, okay, jetzt verstehe ich. Man kann einmal schnell und einmal langsam. Ja, und wie wir sehen, gibt es da oben ein Item. Ein Sternenstück. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal hier hin. Fahrt brauchen wir nicht. Oh, Lucius, sag mal, kannst du mir helfen? Du kennst doch dieses Team Galactic, diese schrecklichen Leute. Sie wollten vor einer Weile Professor Eibes Forschungsergebnisse in Jubelstadt entwenden, weißt du noch? Tja, und jetzt haben sie mir meinen Pokédex geklaut. Bitte hilf mir, ihn wieder zu erlangen. Lass uns zusammen kämpfen. Okay, dann tun wir das mal. Du und deine Pokémon zusammen mit mir und meinen Pokémon. Ein Traumteam, das einfach nicht verlieren kann. Diese fiesen Schurken werden mit ihren Machenschaften nicht davonkommen. Dafür sorge ich. Ja, eigentlich sorgen wir ja dafür. Aber ist ja okay. Sind das jetzt unsere 6 Pokémon? Ich denke, das sind 3 von uns, 3 von ihr. Aber Zubat ist relativ schwach, okay. Und wir haben hier Synthese. Ich glaube, das ist ein Heilungsangriff. Und Wupan hatten wir ja schon Level 30. Ja, Kugel ist halt immer noch so schwach wie eh je. Ich mache ab sofort nur noch mit Ruckzuck-Keep. Oh, Flügelschlag ist sogar sehr effektiv. Und dass es uns wirklich viel Schaden macht. Erdanziehung. Oh, kenne ich noch gar nicht. Schadet es uns alle? Ach so, okay, jetzt verstehe ich es. Ist ja cool. Aber es bringt uns natürlich nichts. Ja, Ruckzuck-Keep ist auf jeden Fall um einiges stärker. Unser Wendigo hat ja zum Glück gute Verteidigung. Knochen, Harz, okay. Das ist ein schöner, das ist eine schöne Attacke, die auch sehr stark ist eigentlich. Soviel ich weiß, ist das eine Knocker spezifische Attacke. Ich bin mir da gar nicht sicher, aber ich glaube schon. Wir machen einfach mal das Zubat platt. Dann kann das schon mal die Runde nicht mehr angreifen. Und Skunkabu wird wohl von Pipi besiegt, hoffentlich. Naja, oder es schläft ein. Das ist auch immerhin etwas. Okay, ein Klipunkel. Ich war mir gar nicht sicher. Ich glaube, Kugelsaat bringt da gar nichts Besonderes, weil das ein Gift-Pokémon ist und kein Wasser-Pokémon. Okay, jetzt noch Weckruf. Ist aber gar nicht so stark. Oh, Klipp-Vergeltung könnte uns besiegen. Nein, okay, tut's nicht. Ist wahrscheinlich auch eine physische Attacke. So, hätten wir das besiegt. Ich denke, Flipbunkel können wir noch so besiegen. Skunkapu. Und dann. Oh Gott, wir können ja auch einfach mal Synthese benutzen. Dann dürften wir wieder geheilt sein. Da brauche ich auch keine Kumu-Milch zu benutzen. Obwohl wir eh gleich ins Pokécenter gehen. Und einmal Ruckzuck-Keep. Dann dürfte das es gewesen sein. Genau. Level 30, gut.
Dann schauen wir mal, was für Stats. Schauen wir mal, was für Stats wir haben. Ja. Verteidigung 101, Spezialverteidigung 53, also das ist schon das Doppelte fast. Also schon sehr gut, meiner Meinung nach. Achso, ja. Hätte ich vielleicht vorlesen können, aber ist ja auch egal. Ach, das stinkt doch zum Himmel. Unsere Pokémon sind die reinste Blindgänger. Wir sollten uns im Hauptquartier neue besorgen. Wen interessiert schon so ein dämlicher Pokédex? Team Galactic werden schon bald alle Pokémon der Welt gehören. Nein, das ganze Universum. Hier, nimm schon. Nimm deinen dämlichen Pokédex, pa. All den Kram, den wir bei uns auf dem Gelände hatten, haben wir sowieso schon weggeschafft nach Weideburg. Und so benehmen wir uns wie das, was wir sind. Die Virüpel. Frei nach dem Motto, ihr bekommt euren Senf ab. Okay. Was geht hier vor? Warum laufen die Typen von Team Galactic hier durch die Straßen und benehmen sich, als ob ihnen alles gehört? Lucius, wie kann ich dir nur danken? Ohne meinen Pokédex wäre ich verloren gewesen. Für mich als Assistenten von Professor Eibe ist er wirklich unersetzlich. Was hast du denn als nächstes vor, Lucius? Ich werde wohl zum Pokémon-Landgut an der Route 212 gehen. Als Besucher bekommt man dort seltene Pokémon zu sehen, habe ich gehört. Oh, Lebel? Habt keine Furcht, meine Kinder. Ich bin in Windeseile herbeigeeilt, als ich von einem Duell zwischen Kindern und Team Galactic hörte. Meine erstklassige Spürnase sagte mir sofort, dass ihr es seid. Oh, das ist ja wieder dieser seltsame Typ aus Jubelstadt. Wie ungehobelt, doch mein Genie zu verkennen ist ein Teil des Plans. Ich wollte nicht unhöflich erscheinen. Team Galactic hat mir meinen Pokédex weggenommen, deswegen bin ich wütend. Es ist mir einfach so rausgerutscht. Ich gehe jetzt besser. Nehmt euch vor Team Galactic in Acht. Das spielt alles keine Rolle. Die kriminellen Aktivitäten von Team Galactic sind es, die mich interessieren. Habseligkeiten eines Kindes zu stehlen scheint eine ungewohnte, harmlose Tat. Doch hege ich weiter meinen Verdacht gegen dieses düstere Syndikat. Diese Tat könnte eine Ablenkung sein, die mich vor der Fährte abbringen soll. Wir müssen ihre Gelände untersuchen. Komm mit, wir werden es unserem prüfenden Blick unterziehen. Okay. Ich habe gar nicht die Wahl, noch meine Pokémon zu heilen, aber die sind ja eher luftvoll. Aha, mein unvergleichlicher Spürsinn sagt, dass wir einen Schlüssel brauchen. Somit bleibt uns nichts anderes übrig, als die Entfleuchten nicht zu verfolgen. Oh, da hat er wohl den Schlüssel. Hohoho, diese versteckte Maschine. Sie enthält die Attacke Fliegen. Lucius, ich überlasse sie dir aus Gründen, die ich nicht offenlegen kann. Doch dürfen wir sie nicht hier lassen, sonst fliegt uns Team Galactic noch davon. Okay, so bekommen wir also Fliegen. Was haben wir aus dieser Übung nun gelernt? Nicht viel. Nun ja, interessanter ist sowieso das, was ich in der Spielhalle aufgeschnappt habe, wenn ich es jetzt so vorlese. Team Galactic hat etwas nach Weideburg transportiert, etwas Verdächtiges. Was sie nur im Sinn haben, wir wissen es nicht, doch es ist zweifellos grässlich. Okay, dann holen wir uns mal das Poem Fliegen. Das heißt, hier kommen wir erst später hin, wenn wir in Weideburg Team Galactic besiegt haben. Ah, ich sollte vielleicht doch die Steuerung, da ist doch bestimmt irgendwo was versteckt, ein bisschen umstellen, da ich immer unwillkürlich nach oben und unten laufe, wie ihr seht. Aber das mache ich dann einfach nächsten Part. Vielleicht habe ich mich bis dahin auch an die Steuerung einfach gewöhnt. So, dann können wir jetzt unserem Fliegenvieh, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, Warmers, die VM, hier haben wir Erdbeben alles, Schockbild, was ist das eigentlich? Ah, okay, scheint eigentlich ganz interessant zu sein. Hier Fliegen einsetzen. Und dann bringen wir es Fiona bei, genau, so hieß es.
Chris hat sich entwickelt, wie wir schon an dem Bild sehen, und wie ihr wahrscheinlich dann in Killians Part gesehen habt. So, was heißt hier cool? Achso, das ist was anderes hier, okay. Auflockern, Licht. Okay, Ruckzucki behalten wir mal. Ich denke, auflockern könnten wir hergeben. Ruckzucki ist immer ganz gut, wenn man das mal hat. Ach, das ist schon eine VM. Aber dann... Ach komm, es ist eh kein Pokémon, mit dem wir kämpfen. Von daher können wir ruhig ruckzuck geben. Also, Gedöns wegmachen. Und dann können wir auch gleich mal fliegen. Und zwar nach Weideburg. Ich brauche mich auch hier, denke ich, jetzt nicht großartig weiter umzuschauen. Herzhofen, da müsste hier Weideburg sein. Oder ist hier oben Weideburg? Ist hier nirgends Weideburg? Wo ist denn hier Weideburg? Ah, hier unten. Das heißt, wir können entweder hier lang gehen, was ich glaube nichts bringt. Das ist hier Pokémon-Liga schon. Wie viele haben wir denn schon? 4? Das Kampfareal. Und hier oben hätten wir noch Blitzer. Hier gibt es noch wahrscheinlich eine Arena-Leiter. Komm, dann schauen wir mal, ob hier vielleicht eine Pokémon-Liga Arena ist. Wenn ich mich nämlich richtig erinnere, müsste hier... Oh Gott. Holen wir uns erstmal... Achso, okay, geht noch nicht. Den Orden. Boah, ich geh mal vom Fahrrad runter, das nervt nur. Ja, mal... Pokémon... Sender. Hier müsste man einkaufen können. Wo ist... Ah, hier gibt's noch eine TM, glaube ich, für unser... Fulipurba. Dann sag uns mal, wo wir hinwollen. Hier geht alles für Trainer, alles für den Kampf. Erster Stock, ah ne, zweiter Stock wollen wir. Und dann gehen wir mal auf die Dachterrasse, da gibt es nämlich auch immer irgendwelche Sachen. Ich möchte ins zweite Stock. Okay, dann gehen wir mal schauen, was wir hier für TMs haben. Was? Achso, nee, wir wollen keine Empfehlung. Wir wollen da hinten, genau. Komm, wir reden kurz mal mit ihnen. Okay, uninteressant für uns. Kaufen, so. Hier hätten wir Schutzschild, Trug, Bodyguard, Reflexion, Lichtschild, Blitz. Okay, uninteressant für uns. Du müsst etwas haben, das wir wollen. Feuersturm. Ach, wir haben nicht genug. Doch, doch, für Solarstrahl. Das sind eigentlich alle ganz cool. Feuersturm gerade für Wupan. Aber wir wollen Solarstrahl. So. Dann. Heute bringen wir das gerade noch unserem Pokémon bei, das bisher noch keine Attacke hat, die wirklich sinnvoll ist. Nämlich Wendigo. Okay, es hat schon jetzt eine Attacke Synthese, die ganz gut ist, und Ruckzuckieb macht ja auch etwas Schaden, aber Kugelsaat ist echt komplett für den Arsch eigentlich. Wir machen aber Sandwirbel weg. So, dann braucht nur noch Neo ein Level up. So, und wir wollten noch oben auf die Dachterrasse. Mal schauen, ob da noch was ist. Aber normalerweise sind da immer irgendwelche Sachen. Ist das hier schon die Dachterrasse? Nee. Dachterrasse müssen wir wohl extra hinfahren. Da habe ich jetzt etwas Zeit verschwendet, aber so schlimm ist es nicht. Oder ist das schon die Dachterrasse? Bin ich jetzt dumm?
dann gehen wir einfach wieder raus. Oder wir gehen mal kurz ins Untergeschoss. Mal gucken, ob da irgendwas ist. Bezweifle ich aber. Ja, da gibt es nur irgendwelche Sachen zum Kaufen sind. Mülleimer vielleicht irgendwas? Ah, leider nicht. Ja, dann gehen wir einfach jetzt wieder raus. In der Hoffnung, dass wir noch eine Pokémon-Arena finden. Die ich aber sehr wahrscheinlich sowieso dann nicht schaffen würde in diesem Part. Ah, da gibt es das Casino. Und da sind Steine. Wo geht's hier hin? Ach komm, wir gehen jetzt einfach mal weiter, bevor ich hier jetzt ewig suche. Und dann die, ja, die will irgendwas nachfragen, das interessiert uns aber nicht, die Reporterin. Wir gehen jetzt hier lang. Und ja, begeben uns nach Weideburg. Ein Klingplim, das ist doch, ist das die Weiterentwicklung von Palimpalim? Oder ist die Fortentwicklung von Palimpalim? Ich bin mir da jetzt gar nicht so sicher. Oh, wir haben Blizzard. Und Konfusion. Und verwirrt. Na, dann versuchen wir es mit der Wasserdüse. Bevor ich jetzt die ganze AP von Blizzard verschwende, ohne zu treffen. Oh, wir besiegen uns selber, okay. Ich versuch's noch einmal. Ich denke, eine Runde werden wir noch überleben. Ja, es war so klar. Jetzt sind wir wahrscheinlich noch besiegt. Ja. Dann halt Wupan. Und ah, Feuersturm, okay, dann scheint Kylian entweder diese ganzen TMs gefunden zu haben oder eingekauft zu haben. Und wir versuchen es mal mit Feuersturm. Oh ne, lassen wir gerade Wupan drin. Und benutzen Feuersturm. Wie heißt Panflammen heißt das, oder? Ich würde nämlich gerade gerne schauen, wann sich das entwickelt. Ob das Level 32 oder 36 war. 36, okay, dann hat es ja noch seine Zeit. Nee. Wupan lassen wir drin. Gegen ein Triftlon. Und machen einfach Flammrad. Dürfte zwar nicht, es ist ein Pampiro, kein Panflam, aber die Evolutionsreihe gehört zu Panflam. So, die Verteidigung steigt. Ist uns egal, dass jetzt eh besiegt ist. Oh, Finalschlag, okay. Naja, ist jetzt nicht so schlimm für uns. 600 Erfahrung, das ist schon mal recht gut. Anstatt aber, dass wir jetzt ins Pokécenter rennen, würde ich behaupten, nutzen wir einen Beleber und einmal Kumu-Milch. Da. Ich denke, ja, 49 ist vollkommen okay. Da geht's in eine Höhle. Ich glaube, wir haben keinen Blitz. Wir holen erstmal die ganzen Bären mit.
meine, was habe ich jetzt so lange gebraucht? Ich habe doch nur den Kampf mit Team Galactic gehabt, fliegen und bin dann ein VM kaufen gegangen. Also wo wir jetzt schon 20 Minuten aufnehmen, verstehe ich noch nicht so ganz. Aber hier ist auf jeden Fall ein Item versteckt. Oder auch nicht, okay. Da mal einen Trainer, dann schauen wir erstmal, was hier ist. Wahrscheinlich eine Höhle, in der man nichts sieht. Ah, doch. Hier geht's wahrscheinlich später rein. Ein Kleinstein. Vor dem flüchten wir einfach mal. Obwohl, Wasser gegen Stein. Ach komm. Wir bekämpfen es jetzt kurz. Im Endeffekt ist es nämlich fast genauso schnell, wie wenn wir einfach flüchten. So, jetzt noch das Item. Oh, wir haben Schaufler. Das ist schon mal ganz gut. Das kann man immer gebrauchen. Ach so, da gibt es später die Cognito. Interessiert uns jetzt aber nicht. Vielleicht hätte man hier auch Schaufler benutzen können. Da wäre etwas passiert. Okay, geht es mit Zertrümmerer weiter. Da gibt es ein Item. Das holen wir schon mal. Magmaisierer. Okay, was ist das? Hier wollen wir nicht lang. Wir wollen das Item noch holen und dann würde ich schon sagen, wir beenden den Part. Topschutz, okay. Das ist akzeptabel. Und jetzt bekämpfen wir ihn noch. Und dann können wir ja Kilian dann hier rauslassen. Galdini. Okay. Ich werde es aber mit Neo besiegen. Wir haben nämlich Blizzard. Und das dürfte sehr effektiv gegen Galdini sein. Wenn es trifft, was es natürlich tut. Vielleicht One-Hit, bezweifle ich aber. Okay. Das ist nicht sehr effektiv. War nicht Eis gegen Wasser stark. Höre ich mich da jetzt gerade? Ein K.O.-Treffer, okay. Das ist interessant. Ich glaube, das ist ein Fall für Wendigo. Kugelsaat oder Solarstrahl. Ich habe halt die Bedenken, dass Kugelsaat vielleicht stark genug wäre und Solarstrahl Goldini die Möglichkeit gibt, nochmal einen Hornbohrer zu benutzen. Ich versuche es einfach mal. Die Wahrscheinlichkeit, dass Hornbohrer trifft, ist eigentlich sehr gering. Nochmal, also jetzt nochmal. Oh, natürlich nur zwei Treffer. Wir benutzen keinen Ruckzuck-Keep. Das wäre mir zu riskant, dass es das nicht schafft. Okay, dann. Moment, das soll uns ja nicht sehen. Beenden wir hier den Part. Ich speichere noch kurz und dann die nächste Folge seht ihr wie immer bei Kilian. Und ich verabschiede mich in 3, 2, 1, 1, 0 Sekunden. Auf Wiedersehen.